Ich reiß dich gleich ab. Au. Oh. Wer hier arbeitet, darf nicht zimperlich sein. Galileo-Reporter Matthias Fiedler wird 3 Tage auf einem riesigen Autoschrottplatz mit anpacken. Abpumpen, ausschlachten, zerquetschen. Wie kann man mit alten Autos und einer Menge Schrott gutes Geld verdienen? Das ist wahrscheinlich der Traum eines jeden Autofreaks, einmal hier bei der Autoverwertung mitzuarbeiten. Für mich ist das eher so ein bisschen bedrohlich. Ich habe es nämlich nicht so mit Autos. Ich habe mal einmal versucht, eine Motorhaube aufzumachen, hier wegen Ölstand. Da habe ich nicht mal die Motorhaube aufgekriegt. Das hat auf jeden Fall Fettnäpfchenpotenzial. Doch da muss Matthias jetzt durch. Ohne Übersichtsplan geht auf diesem Gelände nichts, denn das hier ist einer der größten Autoverwerter Europas. In der Werkstatt wartet Chef Thomas Kersting Johanna. Ich habe ja viel von dir gehört, also du bist ein Allrounder, du kannst angeblich ja alles. Also ich habe die alte Jeans an, ich habe die Schuhe mit den Stahlkappen an, ich bin für körperliche Arbeit gerüstet. Thomas führt den Megahof, den sein Vater gegründet hat, seit 30 Jahren. 2500 Alt- und Unfallautos auf 25 Quadratmetern Fläche, in Regalen wie im Supermarkt, 6 Etagen hoch. Das ist echt der Wahnsinn. Ich habe nie gedacht, dass ihr so viele Autos hier habt. Wo kriegt ihr die denn alle her? Es gibt verschiedene Quellen. Einmal gibt es die Umweltprämie natürlich, wo es sehr viele Autos rausgab, sehr hochwertige Autos. Dann gibt es den Otto-Normalverbraucher, der das Auto gefahren hat, bis es auseinanderfällt. Dann haben wir die Werkstätten, die uns ganz normal anrufen und sagen, hör mal zu, ich habe 5, 6 Autos hier gesammelt. Bis zu 1.000 Euro zahlt Thomas für Unfallautos, je nach Alter und Modell. Dieses hier wird nur noch verschrottet. Davor muss noch etwas erledigt werden. Matthias' erste Aufgabe. So, ich möchte jetzt gerne, dass du alle Betriebsflüssigkeiten von der Kiste einmal absaugst. Ist ziemlich einfach. Wir haben da oben die Beschilderung. Ja. Ich hätte jetzt gesagt, Kühlflüssigkeit fängst du an. Die Kühlflüssigkeit ist wahrscheinlich hier. Das ist der Abgastrümmer. Ach, das hier ist sie. Jawohl, das ist der Propeller und dahinter sitzt der Kühler. Okay. Bis zu 7 verschiedene Flüssigkeiten stecken in einem Auto. Manche kann Thomas in seinen Maschinen auf dem Hof verwenden, andere holt ein zertifizierter Entsorger ab. Wieso geht das denn nicht da rein? Weil du keinen Power hast. Ist nur Nutella. Jetzt bin ich drin. Jawohl. So, dann aufmachen. Ja. Und jetzt tut sich was. An den Flüssigkeiten kann Thomas nichts verdienen. Aber am Katalysator, den soll Matthias jetzt ausbauen mit dieser gewaltigen Hydraulikschere. Hat mich richtig zurückgeworfen, das Ding. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie schwer dieses Ding ist. Ja? Ich kann das kaum halten. Männer, ich muss das abstellen hier. Ich krieg das. So schwer ist das doch gar nicht. Manche Katalysatoren enthalten Edelmetall und können bis zu 200 Euro wert sein. Lukrativ für Chef Thomas. Morgen soll Matthias selbstständig ein gut erhaltenes Auto ausschlachten, ohne Schaden an den Ersatzteilen anzurichten. Das soll er an diesem Altwagen üben und eine Tür ausbauen. Also ich vermute mal, dass die Tür verschraubt ist und dass man hier diese Schrauben löst. Das ist korrekt. Ich habe dir schon mal ein bisschen Werkzeug zusammengestellt. Ach, du bist ein Engel. Und dann gucken wir, ob du klarkommst. Hier habe ich was gefunden. Ja, dann reinstecken, losschrauben. So. Es kann doch nicht sein, dass das so lange dauert. Oder telefonierst du? Ich kann nicht so nah rankommen. Ja? Das ist eine irre lange Schraube. Ja, jetzt habe ich sie. Warte, jetzt mache ich ja falsch rum, oder? Aber so ist doch, so mache ich doch fest. Ja, so machst du los. So mache ich los? Ja. Jetzt kommt der große Moment. So. Jetzt warte mal. An den Türgriff anpassen und. Alter, was hast du jetzt gemacht? Da hängt noch so ein Gummi. Ich hab dir doch einen Seitenschneider gegeben. Jetzt hab ich sie gleich. Jawohl! Hey. Tür kommt! Ja, mega. Ich muss wieder klatschen. Alter, geil. Alles, was noch gut erhalten ist, landet in der Herzkammer der Autoverwertung im Ersatzteillager. Insgesamt 5000 Stück, jedes einzeln durchnummeriert und online einsehbar. Thomas' Leben dreht sich um Ersatzteile und Autos von Geburt an. Du bist ja hier auf dem Platz aufgewachsen. Du hast hier deine ganze Kindheit verbracht, ne? Ja, das ist wirklich mein Spielplatz gewesen. Ich war nie im Fußballverein, ich war in den Zelten irgendwo, weil ich war wirklich immer hier Turnier in der Ecke. Und dann habe ich hier gespielt, gemacht. Natürlich habe hier natürlich dann mein Autofahren gelernt. Ich glaube, mit 7 oder 8 konnte ich schon Auto fahren. Das ist ja ein riesen Imperium hier, deine Firma. Wie funktioniert das Geldverdienen mit Schrottautos? Unser Betrieb ist so ausgerichtet, dass wir 95% Ersatzteilhandel machen.
Der Verkauf von Ersatzteilen ist das Kerngeschäft der Mega-Autoverwertung. Aber auch Teile, die Thomas nicht direkt an Kunden verkaufen kann, macht er zu Geld, wie alte Reifen und Felgen. Du nimmst eine Felge, nimmst sie, drehst die Kopfseite nach unten, okay. Hier mittig drauf. Ja. Wir starten die Maschine. Es passiert Folgendes, die Luft geht raus. Und nehmen jetzt die Felge raus und schmeißen die Felge. Den Reifen rollst du elegant in die Mulde. Hey, gut, dann probiere ich das mal aus. Also, so rumdrehen, jawohl. In die Mitte legen, jawohl. Hände weg. Jawohl. So, und jetzt schon rausziehen. Felge raus. Alter! Applaus wieder! Die alten Felgen verkauft Thomas an Unternehmen, die den Stahl einschmelzen und als neuen Rohstoff anbieten. Die abgenutzten Altreifen gehen an Firmen, die daraus Gummigranulat herstellen. Das dient in Brennöfen als Heizmaterial zur Energiegewinnung oder zur Herstellung von Dämmstoffen und Bodenbelägen. Die Maschine nimmt einem schon viel Arbeit ab. Das eigentlich Sportliche kommt jetzt, nämlich den Reifen werfen. Das werde ich morgen in meinen Armen fühlen. Die noch brauchbaren Altreifen werden hier auf dem Hof später aussortiert und gehen dann in den regulären Ersatzteilverkauf. Tag 2 für Reporter Matthias auf einem der größten Autoschrottplätze Deutschlands. Heute wird es ernst. Matthias soll selbstständig ein Auto ausschlachten, und zwar dieses. Auch wenn es gar nicht wie ein Schrottauto aussieht. Kein Einzelfall. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, das ist doch ein tolles Auto. Warum müssen wir den ausschlachten? Das ist so ein Auto aus dieser Umweltprämie, wo viele Leute viel gehört haben. Wir haben das für viel Geld bei VW abgegeben, haben hier Neues bekommen. Ja. Und ich habe die Regularien, das Auto ausschlachten zu dürfen, aber nicht zu verkaufen. Umso mehr kann Thomas an den gut erhaltenen Ersatzteilen verdienen. Vorausgesetzt, Matthias baut sie ohne Kratzer und Dellen aus. Schlagschrauber liegt da, Werkzeug ist da. Und ich wünsche dir viel Spaß. Ich komme jetzt in einer Stunde wieder und guck mal, wie weit du bist. Bei Fragen einfach an den erfahrenen Mitarbeiter Recep wenden, so die Ansage vom Chef. Reifen abmachen, kein Problem. Jetzt geht es wieder an die Türen. Kann Matthias die auch ganz ohne Hilfe ausbauen? Wie komme ich denn an die blöden Schrauben ran? Oder habe ich erst innen abgemacht? Das ist krass, man erinnert sich gar nicht mehr dran. Richtig, so hat es Matthias gestern gelernt. Ein Auto besteht aus bis zu 10.000 Einzelteilen. Die Heckklappe ist eines davon, das Thomas wieder verkaufen will. Recep, ich habe noch so Stoßdämpfer dran. Guck mal, das habe ich hier noch drin. Mach die Haube hoch. So. Ah, okay. So. Gut 1.000 Schrauben stecken in einem Auto. 4 davon halten diese Motorhaube fest. Die Schraube ist in so einem blöden Winkel, dass man halt mit der Knarre da nicht richtig ran kann. Und sobald du einmal verkannt bist, rutscht die Knarre ab. Ich habe die jetzt schon 100-mal neu angesetzt. Ich hole gleich diese komische Hydraulikschere und schneide es einfach ab hier, ey. Ich habe keine Lust mehr gleich. Sie muss die 2 Schrauben muss abmachen. Die oberen? Die Seifer für Sie, ja. Der ist hier total einfach. Ich dachte, ich muss diese komische Halterung da abschrauben. Nein, nein, das ist ganz schwer. Jetzt die andere Seite. Oder? Mir fällt der Arm ab jetzt langsam. Geh doch raus, du Scheißschraube! Ich kann und will nicht mehr. Ich reiß dich gleich ab. Au. Noch die Hand geklemmt hier. Wie hat er das denn rausgedengelt? Ich will jetzt nicht schon wieder nach dem Recep rufen. Recep, wie hast du nochmal dieses Ding hier rausgemacht? Ein Handgriff, mehr nicht. Dann ist die Motorhaube ausgebaut. Ja. Eine solch gut erhaltene Motorhaube kann Chef Thomas für etwa 100 Euro verkaufen. Ein Grund, nach einer Stunde mal nach dem Rechten zu schauen. Ja, Stoßstange, Lampen sind immer noch drin. Was ist denn los? Ja. Alter, ich bin eine Stunde später gekommen. Ja, ich habe so schnell gemacht, wie ich kann. Aber nicht schnell genug. Ein erfahrener Mitarbeiter wie Recep kann an einem Tag 4 komplette Autos zerlegen. Damit der Wagen heute noch in die Autopresse kann, helfen mehrere Kollegen mit. Operation erfolgreich beendet. Patient tot. Geschafft. Alles, was verkauft werden soll, ist ausgebaut. So, mein erstes Auto ist ausgeschlachtet. Und was ich gelernt habe, wenn man weiß, an welchen Stellen man schneidet, wo man schraubt,
dann geht das theoretisch schnell. Wenn man das nicht weiß, ist es natürlich fast ein Ding der Unmöglichkeit. Also ohne den Redjap hätte ich das wahrscheinlich nicht hingekriegt. Jetzt muss die Karosserie nur noch zur Autopresse gebracht werden. So, Matthias, dein neues Arbeitswerk. Nicht dein Ernst. Traust du dir sowas zu mit so einer kleinen Maschine? Der ist ja riesig. Normalerweise braucht man für den 5-Tonner-Stapler einen entsprechenden Führerschein. Aber nach einer Einweisung und unter Thomas' Aufsicht darf Matthias ausnahmsweise die Maschine fahren. Um vor. Jetzt gerade. Langsam. Immer Piano. Elegant geht anders, aber Matthias hat die rund 800 Kilo schwere Karosserie herausmanövriert. Also als ich eben zu schnell rückwärts gefahren bin, da habe ich kurz Schiss gekriegt. Da hing ich schon fast da hinten in der nächsten Hebebühne. Mein Puls geht langsam wieder runter, hat ganz schön viel Gas gegeben. Ich war ein bisschen erschrocken. Wenn jetzt noch die ganzen Menschen beiseite gehen, bringe ich das Ding, glaube ich, sicher zur Presse. Hier, drei Kreuze. So, langsam rausfahren bitte. Ja, ja. Bis zu 100 solcher ausgeschlachteten Autos landen an manchen Tagen in dieser Schrottpresse. So, tschüss, mein Lieber, mach's gut. Ah! 500 Tonnen Schubkraft drücken auf das Auto ein. Den zusammengepressten Rest verkauft Thomas an Unternehmen. Die zerkleinern weiter, trennen unterschiedliche Materialien voneinander und schmelzen einen Großteil wieder ein, sodass daraus wieder neue Produkte entstehen können. Da die Preise für Autoschrott sehr schwanken, lagert Thomas aktuell 3000 gepresste Autos auf seinem Hof, bis der Markt ihm wieder bessere Preise zahlt. Tag 2 ist zu Ende. Also bisher gefällt es mir echt gut hier, aber jetzt will der Thomas, dass ich morgen die Kunden betreue. Ich habe kein Problem mit Menschen, ich bin auch ein guter Verkäufer, aber ich befürchte, die werden schnell merken, dass ich keine Ahnung habe. Das sind doch alles Autoschrauber, Freaks. 2 Tage hat sich Matthias bei einem der größten Autoverwerter Europas eingearbeitet. Heute darf er Kunden auf dem Gelände bedienen. Chef Thomas gibt letzte Anweisungen. Einfach das Gefühl geben, er ist bei uns geborgen. Ja. Und so schön. Die Taschen leer machen, schön verkaufen. Alles verkaufen. Wenn er nur eine Tür haben will, am besten, wenn du ihm noch einen Motor mit dazu verkaufst. Manche Kunden wollen ihre alten Autos verkaufen oder entsorgen, die meisten aber Ersatzteile kaufen. Wegen der Hygienemaßnahmen werden momentan alle Besucher nur draußen bedient. Hallo. Ich brauche für einen Grand Espace einen elektrischen Fensterheber. Fahrerseite. Ja. Bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das da haben. Ganz kleinen Moment. Elektrischer Fensterheber für Grand Espace. Ist das gibt's den Z-Mann einfach einen Wegweiser mit? Ja. Soll ich Ihnen das ausbauen oder schrauben Sie selbst? Ich würde selbst schrauben. Die meisten Ersatzteile gibt es im Lager. Wenn nicht, kann der Kunde diese aus einem der Fahrzeuge ausbauen und spart damit Geld sowie wertvolle Arbeitszeit der Mitarbeiter. Ist dein Auto, schau dir an, da sind wunderbare Teile noch drin, die du vielleicht auch gebrauchen kannst. Ne? Also hab's schon gesehen, ich brauche noch 2, 3 andere Teile. Ja, sehr gerne. Noch da würde ich mir abschrauben. Ja. Auch wenn der Umsatz aufgrund der Corona-Krise um 50% zurückgegangen ist, wenig Kundschaft hat Matthias nicht. Hallo. Guten Morgen. Moin. Ich habe angerufen wegen dem Opel Astra, den Anlasser. Muss der ausgebaut werden noch? Oder? Der muss ausgebaut werden, Stellplatz. Dann bringe ich die Dame noch hin. Ich bin sofort bei Ihnen. Der Anlasser steckt in einem Altwagen inmitten der 2500 Autos. Das ist ja dann eigentlich 1, 2, 3, 4, 5 müsste da sein, aber da ist Renault, hier ist der Opel, da ist doch der Blitz. Folgen Sie mir unauffällig. Ich habe vor kurzem erst hier angefangen, deshalb bin ich so ein bisschen... Ist nicht schlimm. Ja, das ist nett. Jeder Anfang ist schwer. In der Regel spart ein Kunde bei einem alten Ersatzteil zwischen 50% und 80% im Vergleich zur Neuware. Schraubst du dir den dann rein oder wie machst du das? Nein, ich habe natürlich meine Spezialisten an der Hand. Okidoki. Übrigens, der Kunde, der ursprünglich nur ein Teil kaufen wollte, ist inzwischen bei 3. Dieser Vater und sein Sohn suchen nach einer Heckklappe für ihren Wagen und sind fündig geworden. Das sieht super aus. Ja, super. Dann baue ich euch die aus. Bitte noch einmal in die Sonne. 5 Minuten bin ich wieder da. Ne? Super. Danke dir. Bis gleich. Danke.
Der Anlasser vorhin war eher was für Profis. Aber wie man eine Heckklappe ausbaut, hat Matthias gestern gelernt. Wenn es jetzt gelingt, bringt diese Chef Thomas 150 Euro. Da sind wir doch dabei. Jetzt bloß nicht kaputt machen. Der Kunde will ja noch ein Ding haben. Geschafft. 3 Tage Arbeit bei einem der größten Autoverwerter Deutschlands gehen für Reporter Matthias zu Ende. Ich denke, heute war dein bester Tag. Als Verkäufer, glaube ich, bist du prädestiniert. Schrauben und so Stapler fahren bin ich doch ein bisschen beängstigt. Chef, mein Lieber, bleib gesund. Tschüss. Tschüss. Also wenn man ein Autofreak ist, dann ist das hier, glaube ich, der absolute Traumarbeitsplatz. Den ganzen Tag an verschiedensten Modellen rumschrauben. Ohne die Kollegen wäre ich natürlich total aufgeschmissen gewesen. Aber so mit dem ganzen Support hat es mir richtig Spaß gemacht.